Hallo Internet, hier ist Pesti. Heute möchte ich von euch, dass ihr euch eine richtig große Zahl ausdenkt. Wie groß ist eure Zahl? 100? 1000? 10.000? 100.000? Vielleicht habt ihr euch ja auch gleich eine Zahl wie 10 hoch 100 ausgedacht, eine Zahl mit 100 Stellen. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass selbst die größte Zahl, die ihr euch vorstellen könnt, nichts ist im Vergleich zu Grahams Zahl? Und wie groß diese Zahl ist, werde ich euch jetzt erklären. Um die unglaubliche Größe von Grahams Zahl verstehen zu können, müssen wir ganz vorne anfangen, bei 3 Pfeil 3. Das ist gleichzusetzen mit 3 hoch 3 oder eben 3 mal 3 mal 3. Das sind 27. Alles in allem noch keine unvorstellbar große Zahl. 27 ist ziemlich leicht zu begreifen. Doch was passiert, wenn wir zu dem einen Pfeil einen zweiten hinzufügen? Also 3 Doppelpfeil 3. Das wäre also 3 hoch 3 Pfeil 3 oder 3 hoch 27. Das ist gleichzusetzen mit 3 hoch 3 hoch 3. Auch diese Zahl erscheint noch relativ klein, ergibt aber schon durch die einzelne Hinzufügung eines Pfeils bereits ungefähr 7 Billionen. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was es für einen riesigen Unterschied machen wird, wenn wir einen weiteren Pfeil hinzufügen. Weil dann haben wir nämlich 3 Pfeil 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 3. Das bedeutet 3 hoch 3 Doppelpfeil 3 und das sind 3 hoch 7 Billionen. Das heißt, diese eine 3 muss 7 Billionen Mal mit sich selbst multipliziert werden. Oder wenn wir es anders schreiben wollen, können wir auch 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3 schreiben und diese Exponenten 27 mal aufführen. Dann haben wir das gleiche Ergebnis. Das Ergebnis dieser Rechnung ist schon eine absurd große Zahl und spottet jeder Beschreibung, man kann sie unmöglich aufschreiben. Meiner Information nach besteht diese Zahl aus mehreren Billionen Stellen. Eine kleine Rechnung zwischendurch soll ich mal kurz verdeutlichen, wie viel ein paar Billionen eigentlich ist. Nehmen wir mal an, ihr guckt dieses Video gerade in der Full HD Auflösung, also 1920 Pixel in der Breite und 1080 Pixel in der Höhe. Dann stellt euer Monitor in dieser Sekunde nicht ganz 2 Millionen Pixel dar. Im Vergleich zu einer Billion ist diese Zahl immer noch ziemlich klein und uns fehlen tatsächlich 5 Stellen, um auf die gleiche Größe zu kommen. Wir müssen uns also folgendes Bild vorstellen. Eine riesige Wand mit einer Million Full HD Displays. Und jetzt zählen wir von allen Displays zusammen die Anzahl der Pixel. Dann haben wir 2 Billionen. Vielleicht wagen wir es ja, uns vorzustellen, was passieren würde, wenn wir tatsächlich einen vierten Pfeil hinzufügen. Also 3 Pfeil, 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 3. Das wäre 3 hoch 3 Triple Pfeil 3 und das wäre 3 hoch der 7 Billionenstelligen Zahl, die man unmöglich aufschreiben kann. Diese mehrere Billionenstellige Zahl gibt an, wie oft die 3 mit sich selbst multipliziert werden muss, um auf das Ergebnis zu kommen. Das Ergebnis dieser Rechnung lässt sich nicht in Worte fassen und wir könnten es auch nicht mit irgendwelchen Zahlen vereinfachen. Deshalb nennen wir diese Zahl G1. Aber mit G1 sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Diese Zahl kratzt noch nicht einmal an der Oberfläche von Grahams Zahl. Denn für die nächste Rechnung definiert G1 die Anzahl der Pfeile zwischen den nächsten dreien für die nächste Rechnung. Wir haben zu Beginn gelernt, was für einen riesigen Unterschied ein einziger Pfeil macht und wie schnell diese Zahl eskalieren kann. Jetzt stellt euch vor, wie groß die Zahl werden wird, wenn wir so viele Pfeile einfügen, wie G1 groß ist. Was ist das Ergebnis dieser Rechnung? Wir nennen das Ergebnis G2. Wir werden diese Rechnung wiederholen. Diesmal definiert G2 die Anzahl der Pfeile und dann bekommen wir G3 heraus. G3 definiert dann die Anzahl der Pfeile in der nächsten Rechnung und dann bekommen wir G4 heraus. Das machen wir so lange, bis wir bei G64 angelangt sind. Und das ist Grahams Zahl. Natürlich ist G64 nicht die größte Zahl, die es gibt. Es gibt immer G64 plus 1 oder G64 mal 2 oder G64 hoch G64 hoch G64 und das alles G64 mal. Aber es ist albern, darüber nachzudenken, denn Grahams Zahl ist die größte Zahl der Welt, die aktiv in der Mathematik verwendet wird. Aber wofür wird G64 benutzt? Wollt ihr das wissen?
Wenn ihr das wissen wollt, kann ich euch das gerne erklären. Aber nicht bei diesem Mal. Ich sage einfach Danke fürs Zusehen, ich bin Pesti, tschüss und bis zum nächsten Mal.